Das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten, teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Dafür filmten Kamerateams in ganz Bayern. 1958 auch in Sattelpeilenstein im Bayerischen Wald. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Was ist aus den Kindern von damals geworden? Wie hat sich das Dorf verändert? Digitalisiert nehmen wir den Film wieder mit nach Sattelpeilenstein. Verabredet sind wir mit dem Ludwig Heimerl, einem der Dorfältesten. Hallo. Hallo. Sind Sie die Frau Heimerl? Ja, ja. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Oh. Hallo. Sie sind die Frau vom Heimerlweg, oder? Ja, von Heimerlweg. Ja, okay. Und wo ist Ihr Mann? Der wird schon kommen, der hat euch bestimmt gesehen. Also kommt der Heimerlweg. Der kommt gleich. Bis Gott. Grüß Gott. Bis dran. Ich schaue schon an, was BR-Auto ist. Gell? Gehen Sie ruhig vor. Da schaut's. Ja, ich hab Angst. Moment, jetzt geht's los. Die Jägergasse laufen die runter, die Kinder. Schaut das immer noch so aus? Ja, also, die hat sich eigentlich nicht verändert. Oh. Nicht so scharf. Das ist also die Bäckerei, die frühere. Das ist hier oben links. Das ist links, ja, mit dem Wandach. Mhm. Da ist man nicht gegangen. Ah, da sitzen sie. Da sitzen sie, gell? Und da sitzen sie auf der Gräbdenkung. Das ist der Alpeck. Pfeife, Basis. Ja, 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 das ist der Alpeck mit der Schnur, also unverkennbar. Und der hat aber so gute Kuppeln gebaut. So längliche Rockenschemmen gewesen. Und da war er bekannt, weil er mit seinen guten Kuppeln. Das ist die einzige 100-Jährige, die wir gehabt haben. Da ist ein bisschen einwandfrei. Jetzt geht das ganz gut. Die 100-Jährige. Die Spießrosel kannte alle. Sie war Leichenbitterin. Sie ging von Haus zu Haus, sagte den Leuten, wer gestorben ist, und lud zum Begräbnis. Nur ein paar Pfennige gab es für diese Arbeit. Rosel war alleinstehend und wohnte unterhalb der Kirche. Über dem Dorf thront seit 1571 ein Schloss samt Brauerei. Auch hier drehte der BR 1958. Was war das denn, 58? Eine Schule oder? Nein, das ist im Privatbesitz, das Schloss. Und kann es sein, dass das die Kinder vom Schlossherrn sind? Oder? 58 waren da schon noch die Kinder da gewesen. Haben 2 Buben gehabt im Schloss und 3 Mädel. Mhm. Also da, das ist da kannten schon die. Und wohnen die noch im Schloss jetzt? Nein, von denen ist niemand mehr im Schloss. Das ist der Bunzo. Oh, den haben wir Angst gehabt, wenn wir mit Schule gegangen sind. Da sind wir immer durchs Schloss gegangen und das hätten wir nicht dürfen. Das, schau, die tragt so Reise. Ich glaube, dass die Steindl-Zinz ist. Steindl-Zinz, gell? Jetzt sehen wir es wieder. Die ist die gewesen davor mit dem Reiser. Und die geht zu dem Brunnen hin und holt da Wasser. Die hat 2 Buben gehabt und eine Mädel. Die 2 Buben, die einen Gräbling. Der Name ist voll, man ist vermisst. Und die Tochter, die ist mit 20 Jahren über irgendeine Krankheit gestorben. Das war nicht leicht für die Frau. Das ist gegenüber der Kirche, da war ein kleiner Rammelung drin. Damals haben wir meinen ersten Samten, Hut, einen grünen Samten gekauft. Gell? Der war nicht billig, gell? Aber das haben wir gewünscht, gell? Mit einer grünen Kordel. Ne? Das war schon schön. Hier wohnte Ferdinand Weber, der Weberviertel. Er gab Musikunterricht. Leider gibt es keinen Ton mehr. Er soll eine einmalige Stimme gehabt haben. Lebt seine Frau noch? Ist vor ein paar Jahren schon gestorben. Aber Söhne sind 3 da. Ein Sohn, Franz Weber, lebt noch im Dorf. Im Haus seines Vaters. Grüß Gott.
Nicht erschrecken, bayerisches Fernsehen. Ja, hallo. 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 Wir suchen nach dem Weberfranz. Das ist sozusagen ein Film von 1958. Mhm. Der lag jetzt 60 Jahre im Archiv auf einer Filmrolle, die niemand mehr gesehen hat. Kommen jetzt runter. Das ist der Nachbar da oben. Das ist der Schmiedviertel. Das war früher die Marienkapelle. Und das sind die Gräber hier mit den Kindergräbern. Und da sind auch, soviel ich weiß, die Leute, die sich früher selbst umgebracht haben, die sind da beerdigt worden. Bei den Schwarzen Kreuzen. Bei den Schwarzen Kreuzen, ja. Okay. Die sind ein bisschen abseits von den normalen. Mhm. Das war der damalige Pfarrer, der Pfarrer Ludwig Vogel. Den habe ich noch kennengelernt, der hat mich getauft. Echt? Der Vater war Mesner und Organist im Ort. Die Brauerei existiert ja noch, aber es wird nicht mehr gebraut oben. Also es gibt die Schlossbrauerei, gibt es nicht mehr. Früher war auch Gastronomie dabei, ist sehr schade. Das ist Polizeihaus gewesen, weil Sattelbeinstein war früher laut Chronik ein sehr rauflustiges Völkchen. Aha. Und aufgrund dessen hat Sattelbeinstein eine eigene Polizeistation bekommen. Zwei Polizeibeamte für 500 Dorfbewohner. So viel waren es in den 50ern. Viele arbeiteten für die Schloss- und Brauereibesitzer. Seit 1842 die Familie Schauer. Das könnte die alte Schauer Anna sein. Und ich nehme an, dass das auch Kinder sind von den Schauers. Die Anna ist die Älteste, dann kommt die Fini und dann die Lisi. Das ist der Bonzo, die haben einen Hund gehabt, der hat Bonzo geheißen. Den kennt's auch noch. Ja, freilich. Wenn jemand zu der Schauerei gemusst hat, Bier holen oder so, wenn der Bonzo da war, das war nicht angenehm. Ja, es ist ein Boxerhund gewesen, der war unberechenbar. Es gibt noch eine Tochter hier, weil die Söhne sind gestorben. Da ist der Weber Franz dran vorbei, Stoi. Du, Anni, hast du Möglichkeit, dass du mich vielleicht einmal kurz bei mir anrufst? Der Papa. Das ist der Vater, weil er lebt und lebt. Ein guter Sänger gewesen. Der Vater war jetzt kein Gitarrespieler, das sehe ich jetzt das erste Mal. Aber gewisse Griffe hat er halt da. Ich habe da Gitarre, weiß ich nie. Das ist ja einmalig, weil er da noch so jung war. Der hat eine ganz wunderbare Stimme gehabt, der hätte ein Opernsänger sein können. Das würde er da gesungen haben. Müsste man nochmal, kann man nochmal herholen? Was hat er gesungen? Jetzt weiß ich, was er singt. Bin ich jüngst vor Wiecher hin zur Mutter geschlichen. Der fürs Dirndl und der fürs Dirndl. Genau, irgendwas. Oma Freile sagt, bin ich jüngst vor Wiecher hin zur Mutter geschlichen. Der fürs Dirndl, der fürs Dirndl. Na, mein Bub, es ist noch zu früh. In 10 Jahren, da ist noch zeitig nur. Vom Weber Franz sind es nur ein paar Schritte zum ehemaligen Bäcker. Genau hier ums Eck liefen die Schulkinder zum Unterricht. Der imposante Hof mit Walmdach steht noch, mit Unterstützung der Denkmalpflege. Hier saß der Sippenauer Xaver, der Bäcker, zusammen mit der Spießrosel, der Leichenbitterin. Hier kaufte das Dorf Kuppeln. Gegenüber war der Gigler, einer von 3 Kramerläden im Ort. Heute gibt es keinen mehr. Da, wo jetzt nur noch ein rundes Rasenstück ist, stand bis vor 3 Jahren die alte Dorfschmiede. Wie lange wird es das alte Gasthaus noch geben? Seit über 20 Jahren steht es leer. Auch die Metzgerei hat geschlossen. Mittlerweile gibt es nur noch 250 Sattelpeilensteiner. Vor diesem Haus wurde 1958 gegraben, wahrscheinlich für eine Wasserleitung. Fließend Wasser gab es bis dahin nur oben auf dem Schloss. Da war die Stangelzins. Den Brunnen soll es an dieser Stelle noch geben. Oder wie ist bei euch? Wie wisst ihr das mit dem Brunnen? Da unter dem Deckel praktisch, da ist der Brunnen.
Das ist ja brutal, oder? Das ist zum Odelausschöpfer gerade. Ja. Na, Wahnsinn. Da hat es nichts getan. Wir haben einen Odelschöpfer gesehen. Bei uns war ja Jauche Odel. Mhm. Und da war das meistens, wenn man die Odel, die Grube, da haben wir das irgendwann mal zu allem, zum Odelschöpfen und zum Wasserschöpfen. Also da bin ich, da hat es keine zwei gegeben. Da bin ich ja, heute schon, da bin ich heute auch überzeugt. Inzwischen hat sich Anna Schauer gemeldet, die Tochter der damaligen Schlossbesitzer. Heute wohnt sie ein paar hundert Meter neben dem Schloss. Dort, wo 1958 noch die Schlosshühner pickten. Da ist die Tür schon auf. Hallo, Frau Schauer. Achtung, Überfall. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe so oft an den Film gedacht. Echt? Der ist einmal im Fernsehen gekommen, in der Abendschau. Genau. Und ich wollte immer den Film. So, bitteschön. Das ist der Gammer Hansi. Ah. Der Hermann. Hermann? Hermann. Roswitha, Waltraud, Sippenauer, Marilys. Laura, ja, kenne ich. Ach toll! Ja. Ja, super, aber Sie nicht? Nein. Das ist mein Elternhaus, da bin ich geboren. Da habe ich eine sehr schöne Kindheit verbracht. Wir waren ja fünf Kinder. So, das jetzt. Ist die Großmutter. Das ist meine Schwester Elisabeth. Die ist in Lindau verheiratet. Und das andere war ich. Josephine ist die dritte Schwester und das ist die Gamma Edeltraud. Das ist unser Bonzo, unser Boxer. Und wie war der? Da hatten alle Angst, habe ich gehört. Nein, die waren friedlich. Ja, Boxer haben familienbezogen. Der hat unseren Schlosshof bewacht. Aber Sie waren auch drauf? Ja, da bin ich. Die hat ein Haarnetz noch, die Oma. Ja, meint, wie es dann alt war, dann haben wir ihr Fingernägel angestrichen, rot. Sie hat das nicht mehr so gesehen. Und dann, wenn die Leute gekommen sind, haben sie gesagt, ja, was ist mit der Frau Schauer? Echt jetzt? Ja, das ist ein Lebensabschnitt, das ist der Wahnsinn. Mein Vater ist mit 60 plötzlich verstorben. Oh. Und da war dann ein Testament, dass wir alle fünf Kinder das gleichzeitig erben. Und wir haben uns dann auf den jüngsten Bruder geeinigt. Mein Bruder, dem wir das gegeben haben, der ist mit 43 Jahren verstorben. Die Schwägerin, die hat wieder geheiratet. Und der Mann hat vier Kinder und die sind jetzt da involviert. Könnten Sie unser Schloss zeigen? Nein, oder? Keinen Zutritt. Sie haben keinen Zutritt mehr zum Schloss? Also es ist sehr traurig. Mhm. Mhm. Das ist Schulhaus. Das sind die zwei Lehrerinnen. Und die haben bei uns im Schloss ein Zimmer gehabt. Da bin ich. An das kann ich mich erinnern, da habe ich so einen Finger gehabt, das ist meine Schwester. Süß, mit dem Kränzchen. Aha, ja. Wir haben eine Frau gehabt, die hat auf uns Kinder aufgepasst, weil die Eltern keine Zeit gehabt haben wegen einem Geschäft. Und die hat uns immer in der Früh frisiert. Ein sehr schön, das Dirndl war dunkelblau und rosa Blumen. Und die da? Weber Traudi, das war meine Freundin. Das ist Fräulein Bernhard gewesen. Die Waltraud, die hat einen Bürgermeister von Reitschings, die ist jetzt Frau. Das ist Fräulein Ebenhe, die hat dann einen Bürgermeister von Ruding geheiratet. Mit 50 hat Anna Schauer noch Altenpflegerin gelernt. Und auch den Weberferdl im Altenheim betreut. Schon mit Mitte 60 wurde er schwer dement.
Er hat sich in Kapellen gesetzt, im Altenheim, und hat gespielt und gesungen Melodien, wie als gesunder Mensch. Ferdls Enkel, Dominik und Bene haben sein Talent geerbt. Können sie seine Musik wieder lebendig machen? Ganz ernst ist er, oder? Der war ernst. Der war ernst? Lustig und ernst. Beides? Beides. Ja. Hat sehr streng sein können beim Unterrichten. Immer wenn er gekommen ist, hätte man mir üben sollen für seinen Unterricht. Das hat dann und der war, nicht funktioniert. Ist aufgekommen. Aber das ist eigentlich unmöglich, dass man das jetzt anhand dem, dass man das nachher spielt. Das können wir einfach bleiben lassen. Aber das werden wir nicht hinkriegen. Also ich sage jetzt einmal, geht. Ich sing's jetzt vielleicht einmal bloß vor. Jetzt soll ich den Anfang nehmen. Bin ich jüngst vor Wicher, hin zur Mutter geschlichen. Ich muss mir so ein bisschen schauen, dass es vom Tempo her passt. Bin ich jüngst vor Wann nicht singen? Der fährt zwar noch schnell an, dann setzt er ab. Warte, ich drück drauf, dann, wenn es losgeht. Mit mehr Inbrunst vielleicht? Mit mehr Inbrunst? Ja. Wie meinst du das, Bene? Ja, das ist sehr, der Vater hat die letzten Silben, er hat in der Kirche. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja, also die letzten Laute immer sehr betont. Das S und das T, das ist durch die ganz, das ist da durch und durch gegangen. Ja, also, Franz. Nein, also Franz. Also.